Gibt es Probleme, eine VPN-Verbindung mit Perfect Privacy aufzubauen, bietet Perfect Privacy das Feature Stealth VPN an. Was das ist und warum man das braucht, schauen wir uns jetzt an. Was kann dazu führen, dass eine VPN-Verbindung nicht aufgebaut werden kann? Naja, in dem Netzwerk, in dem man sich befindet, können zum Beispiel Ports blockiert sein. In was für Netzwerken ist das der Fall? Das ist zum Beispiel öfters mal in kostenlosen WLANs so. Was wird da gemacht? Oft ist es so, dass der normale Internetverkehr, den man im Browser erzeugt, auf zwei Ports abläuft, nämlich dem HTTP-Port 80 und dem HTTPS-Port 443. Sind diese beiden Ports freigeschaltet, kann man sich schon mal im Internet im Browser bewegen, also quasi surfen. Nehmen wir mal an, dass alle anderen Ports in diesem offenen WLAN blockiert sind. Das bedeutet, dass alle Dienste, die auf einem anderen Port außer Port 80 oder 443 laufen, nicht erreichbar sind. Das kann dann zum Beispiel eben auch für Mails gelten, die laufen dann nämlich auf dem IMAP-Port oder auf dem SMTP-Port und auch diese Ports können da schon blockiert sein, das heißt, ich könnte nicht mal E-Mails schreiben oder abrufen mit meinem Standard-E-Mail-Client auf dem Handy oder auf dem Computer. Und da Perfect Privacy nicht den HTTPS-Port 443 benutzt, wäre es auch betroffen und würde quasi unter andere Ports fallen und wäre blockiert und ich kann keine Verbindung aufbauen. Abhilfe schafft da dieses Stealth-VPN-Feature, schauen wir uns aber später noch an. Als erstes schauen wir uns an die Deep Packet Inspection. So, das ist jetzt eine kompliziertere Variante von der Port-Blockierung. Dort werden nämlich keine einzelnen Ports blockiert, wie man hier sieht. Auch die ganzen anderen Ports sind zugelassen. Hier könnte man jetzt theoretisch eine Verbindung zu Perfect Privacy aufbauen, aber das machen Länder wie China zum Beispiel. Die möchten natürlich nicht, dass man einen VPN verwendet und freien Zugriff aufs Internet bekommt. Deshalb schauen die sich die Pakete, die in diesem Internet-Traffic hin und her fließen, genau an und das nennt sich eben Deep Packet Inspection. Also egal, auf welchem Port man jetzt den VPN betreibt, die schauen sich die Verbindung so genau an, dass sie immer sehen können, wenn da gerade OpenVPN eine Verbindung aufbaut. Und diese Verbindung wird dann entweder unterbunden oder gedrosselt. Da kann es also passieren, dass auch hier keine Verbindung aufgebaut werden kann. Was hilft jetzt also hier gegen? Das Feature von Perfect Privacy nennt sich Stealth VPN. Das ist der S-Tunnel, den man hier in den Einstellungen aktivieren kann. Ich würde auch hier den Port 443 empfehlen. Was passiert da jetzt also? Wir schauen uns jetzt genauer den HTTPS-Port 443 an in Verbindung mit S-Tunnel. Man baut also eine ganz normale SSL-Verbindung auf, also eine HTTPS-Verbindung im Grunde zu einem Server. HTTPS und SSL, wisst ihr, das sind Verschlüsselungsstandards. Das heißt, da kann jetzt der Sensor gar nicht besonders reinschauen. Der sieht, okay, es wird eine Verbindung aufgebaut und das ist eine SSL-Verbindung. Der sieht jetzt, dass das keine OpenVPN-Verbindung ist, deshalb drosselt er das auch nicht. Jetzt geht aber die Software von Perfect Privacy her und baut innerhalb dieses SSL-Tunnels nochmal eine OpenVPN-Verbindung auf. Da ja aber der SSL-Tunnel außenrum verschlüsselt ist, kann der Sensor das gar nicht sehen. Der sieht einfach nur eine HTTPS-Verbindung im Grunde. Deshalb ist auch so wichtig, dass man das auf Port 443 macht, dann ist das nämlich total unverdächtig, weil da läuft nichts anderes als SSL-Verbindungen auf Port 443 und der denkt dann halt, ach ja, das wird irgendeine Webseite sein. Er kann nicht erkennen, dass in diesem verschlüsselten Tunnel nochmal eine OpenVPN-Verbindung liegt. Das ist dieser schwarze Balken, den wir hier sehen und die geht dann ungehindert durch. Sollte es also mal ein Problem geben, eine VPN-Verbindung mit Perfect Privacy aufzubauen, einfach in die Einstellungen gehen, S-Tunnel aktivieren, Port 443 angehakt lassen und dann sollte auf jeden Fall die Verbindung zustande kommen.